Hallihallo, Hallöchen und einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück zu unserem wunderschönen Tankstellen-Motel-Einkaufsladen-Super-Simulator. Wir haben einen Super-Thanks, einen neuen von Kuno Nanin. Ich weiß es nicht. Jetzt habe ich es so oft gesagt. Kuno Nanin, Dankeschön. Vielen, vielen Dank für den Super-Thank unter der Episode von vor zwei Tagen. Ich glaube, Episode 8 war es, die mit der roten Tür. Ich weiß es nicht mehr genau. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Auch an alle anderen Menschen da draußen, die immer wieder rein supporten. Vielen Dank. Ihr wisst, wie das geht. Ich muss das nicht jedes Mal bewerten, kommentieren. Und fertig ist unser veganes Wunder. So, Leute. Bevor wir hier irgendwelche Wunder vollbringen. Hier muss doch irgendwas. Das Zimmer ist noch frei, ne? Ist das frei? Frei. Also ist es auch fertig? Hat die Haushälterin hier auch die Sachen gemacht? Ja, das ist bereit. Aber warum verdiene ich mit dem Zimmer so wenig? Ich meine, hier ist so viel Bonus drin in diesem Zimmer. Es ist so wunderschön. Es ist nur 82 Bonus, sonst kriege ich nichts für den Raum, oder was? Oder ist das der Bonus-Bonus? Also der Grundpreis plus Bonus. Und was ist der Grundpreis? Ich weiß es nicht. Aber die anderen Zimmer sind halt einfach krasser. Auch wenn es ein wunderschönes Zimmer ist. Ich verstehe nicht, warum die Leute dieses Zimmer mit der wunderschönen roten Tür, warum das so, naja. Hallo, Frau. Geile Strümpfe. Voll nice. Ein Zimmer für eine Person. Leider tut's mir leid. Das ist das andere, ist ein Doppelzimmer. Das ist die Bumsbude. Die Bumsbude, da wird rumgebumst. Alter, was ist mit dir denn los? Gerade noch so, yeah, ich bin auf Wacken und jetzt irgendwie dann doch nicht, oder was? Thanks a bunch. Und Pater Johnson kauft auch bei mir ein. Ganz, ganz, ganz geiler Typ. So, sind die Mitarbeiter bezahlt? Ja, oder? Die haben alle Jacken an. Solange die Jacken an haben, sind die auch bezahlt. Die pinkelt in ihr Bett. So, was ich jetzt erstmal machen wollte, ist einen kleinen Notfallliter schon mal in den Generator tanken, weil es ist immer gut, einen Notfallliter, that is quick, das ist der Satz, den Kreis in Amerika hören würde, wenn er Frauen trifft, tut er aber nicht, weil er eine ganz tolle hat und keine mehr braucht, so. Leute, was ist das noch für ein Karton? Achso, das ist. Es gibt große und kleine Fächer, das wusste ich nicht. Das musste mir auch erstmal wieder das Publikum, ihr lieben Menschen da draußen, musstet mir das mal wieder erklären. Ah, so. Wir brauchen natürlich Kohle. Ich weiß nicht, wann die Leute bezahlt werden wollen. Aber wichtig ist immer, dass die Tanke läuft. Oh. So. Dankeschön. Alter! That'll do. Geld nehmen. Jetzt hat sie sich dann entschieden, doch an die Kasse zu gehen. Ich stehe erstmal eine Minute hier rum. Sehr elegant. Sehr elegant. Müssen Sie jetzt zufällig aufs Klo? Es gibt ja auch Toiletten. Ja, jetzt warten wir erstmal ab, bis was passiert. Wir gucken mal eben bei den Mitarbeitern rein. Wir müssen natürlich auch ein bisschen organisatorisches Verwaltung, Personal. Die kriegen alle schon wieder Geld. Automatische Zahlung täglich. Tankstelle kostet 6,50, ey. Was ist das für Geräusche gewesen? Quack, 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 quack. Fürs Geschäft kann ich niemanden einstellen. Jolly Roger konnte ich einstellen. Das soll wohl irgendwie ein YouTuber sein, der das Game auch zockt. Okay, Tankstelle. Jetzt müssen wir erstmal wieder Zimmer vermieten. Das dauert natürlich ein bisschen, bis die alle wieder rausgehen aus ihren Zimmerchen. Oder wie lange brauchen die noch hier? Aber das sind ja wirklich Minuten dann, ne? Das sind ja wirklich Minuten. Also wird heute keiner mehr die Zimmer verlassen. Aber das Doppelzimmer, ich will ein Doppelzimmer loswerden. Geringe Kraftstoffreserve. Gefällt mir nicht. Aber ich habe nur 163 Dollar. Warte mal. Nee, komm, wir bestellen einfach. Ist ja egal. Autohändler, Werbung, Verwaltung, Räume, Lieferung, Tankstelle.
160 Liter. Wir müssen immer Kraftstoff da haben, Leute. Aber jetzt habe ich kein Geld mehr für die Gehälter. Wann kriegen die ihre Gehälter? Aber die morgen oder so. Ich zahle morgen. Ist okay. Kriegen wir schon irgendwie hin. Kann man hier nicht irgendwo auch Kredite aufnehmen oder so? Aber Tanke muss laufen. Tanke ist einfach super wichtig. Geschäft ist eher so, ja, machst du halt ein paar Cent. Haben wir überhaupt Gewinn mit dem Geschäft? That is awesome. Ja, oder? Auch wenn es jetzt auf dem Artikel immer nur ein paar Cent sind oder so. Hallo? Wer hupt denn da schon wieder? Wie viele Leder sind noch drin? 32? Was bestellt der? Weiß ich nicht. 12, ja. Der da hinten tankt auch schon wieder rein. Okay, gut, läuft. Läuft, läuft, läuft. Tanke läuft. Der gute Sprit, Sprit, Sprit. Ja, der macht mit, mit, mit. Doppelzimmer 150 Mark. Wir bieten ein Doppelzimmer an für den Doppelpillemann. Ja, das wäre doch super schön. Hätte ich jetzt einen Föhn. Dann würde ich mich damit ordentlich zu dröhnen. Decke, Decke, Decke. Decke, Decke, Decke. So, warte mal. Ich sortiere erstmal ein bisschen. Nein! Hier ein bisschen Boden. Was ist das hier? Das ist noch einer von den Böden hier. Wir haben ja alles da, was man braucht. Das ist ein leerer Kasten hier. Den können wir wegwerfen. Ah, da kommt die Sonne raus. So, dann haben wir hier Handtücher. Handtücher, Handtücher. Boah, da liegen auch schon die ganzen gewaschenen Sachen. Das ist eigentlich ganz geil. Boah, Alter, ich werde so ein Neonzimmer machen irgendwann, Alter. So Neonwände, Neondecken, so völlig abgespaced. Da habe ich richtig Bock drauf. War hier niemand? Ach nee, im Geschäft. Oh, ich bin unterwegs, ich bin unterwegs. Felt like forever. Yeah. That's cool. That's cool, oder? Tüte Chips, hier auch nochmal zwei Tüten Chips. Guck mal, das gibt Energie. Zwei Tüten Chips gibt einfach pure Kraft. Pure Kraft auf der Leitung. Schön die Chipse. Schön beschissen geschipst. Mein Name ist Robert De Niros. Will denn keiner meine geilen Zimmer haben? Ist ja nicht. Verstehe ich jetzt nicht. Upgrades, Geschäft. Lagerfläche, Kapazität, Personalräume, um mehr Mitarbeiter aufzunehmen. Das ist bestimmt total teuer. Guck mal, Modellzimmer, da musst du doch. Oh Gott, das ist dann natürlich auch Sache, ne? Parkplätze für Kunden des Geschäfts, Kraftstofflager. Was kostet denn das hier? Ach, was? 2500. Ja. You are lightning fast. Ja, ich weiß. Man nennt mich auch den Spritzblitz. Es ist natürlich so eine Sache, dass die jetzt da, was ist das hier eigentlich, zum Ducken C gedrückt halten. Ah, okay, gut. Haben wir es mal gemacht, einfach ein bisschen, ne? Im Moment stecke ich hier finanziell wieder in so einer Bredouille, aber das ist, wir säen die Saat des großen Geschäfts. Das ist halt immer so, da muss man auch immer dran denken, ne? Wir säen die Saat, wir bauen einen verdichteten Kranplatz, eine gute Grundinfrastruktur auf, um zu machen much more money.
Ich hätte noch ein Zimmer für zwei Personen. Wollen Sie vielleicht ein Zimmer für zwei Personen? Vielleicht auch nicht. Thank you. Oh, stiefelt sie davon. Sauer und brutal. Thank you. Gerne bitte. Ich bin für dich da, mein jugendlicher Freund. Für eine Person, ne. Tut mir echt leid. Aber 48 Stunden in dem Spiel sind doch keine 48 Stunden in echt. Das sind dann 48 Minuten, oder was? Manchmal hält die Zeit sogar kurz an. Verrückt. Oh ne, jetzt fängt es an zu regnen, gleich wieder Stromausfall wetten. Ey, die Tanke ist wirklich das Einzige, womit du richtig Kohle verdienst, ne? Was kostet denn das erste weitere Motelzimmer? Ich glaube, dass das gut wäre. Upgrades, Lager, Motelzimmer. Das erste Motelzimmer kostet 500. Okay, wollte nur mal schauen. Müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie 500 zusammengekratzt bekommen. Awesome. In a heartbeat. Great. Thanks. Gib dir den an. Alter. Fashion Bob. Kein Problem. Ist er der ultimative Fashionmeister? Alle Kinder lieben ihn, mit ihm werden die Frauen intim. Ja, er ist ein super Kerl und er heißt Merl. Ich bin Merl. Dann sind wir $300 haben wir schon zusammen. Jetzt müssen wir aber gleich wieder Rechnungen bezahlen. Wir müssen ja die Mitarbeiter blechen, sonst arbeiten die nicht mehr. Oh Gott, ich bin gefangen wieder in der Falle. Guck dir das an, die kriegen schon richtig. Und Jolly Roger ist echt wichtig, der putzt richtig gut. Aber warte mal, kann ich die nicht, wenn ich jetzt auf Ausruhen gehe, kostet die dann Geld? Dann warten wir doch erstmal, bis wir Zimmer haben, die sie machen kann. Beziehungsweise könnte sie eigentlich, warte mal, es kostet sie zwar weiterhin Geld, aber nervt nicht so. Ich habe nicht mehr so, warte mal, Verwaltung, Personal. Dankeschön, guck mal, Kasse kosten nun 5er, Haushaltsführung 8, dann kann sie doch eigentlich an die Kasse gehen. Was war das jetzt? Wo ist mein Geld hin? Ach so, Gehälter. Ja. That was fast. Thank you. Na, dann habe ich hier keinen Stress mehr. Ich kümmere mich erstmal selber ein bisschen um die Zimmer. Wollen wir denn keiner ein Doppelzimmer haben eigentlich? Dieses wunderschöne Zimmer. Es ist so toll. Es ist so toll und so super organisiert, aber da fehlt irgendwie noch ein Bettlaken. Haben wir noch ein Bettlaken übrig? Vielleicht kommen die Leute deswegen nicht. Irgendwo hier, da, guck mal, das hier.
nein, geringe Kraftstoffreserven, wieso denn? Achso, habe ich da ein weißes Laken drauf, oder was? Ah, okay. Oh, ein schwarzes drauf, sieht besser aus. Diese super geringen Kraftstoffreserven immer. So. Was war das? Habe ich hier in die Tür gehört? Will jemand ein Zimmer abgeben? Na egal, gleich haben wir wieder ein paar Räume frei. Na, vielleicht wollen die beiden Ladies hier ein Zimmer mieten. Gemeinsam. Weiß ja nicht, ob das hier in eurem Bundesstaat okay ist. Für mich ist, geht es klar. Oh, die hat nur noch 22 Ladies. Okay, das geht aber. Hallo, Gespräch. Ja, ich schaue mal kurz. Hier sind die Schlüssel zum Zimmer. Wow. Thanks. Boom, da ist die Kohle drin. Nice. Okay, jetzt aber noch nicht übertreiben und sofort wieder alles ausgeben, weil wir brauchen ja auch dann noch Geld, um das neue Zimmer notfalls dann als ist einzurichten und so. Aber es sind nur 116 Liter, Alter. Die kriegt nur 10 Autos getankt. Ich bestell gleich noch eine Ladung. Sprit ist wirklich essentiell wichtig. Das Fahrzeug liefert gar nicht bereits. Das Fahrzeug ist zurück. Mano. Kann ich hier nicht durchgucken. Das ist eine Gemeinheit. Verwaltung, Personal. Reinigen, schönen Produkte. Lager, Lieferung, Abladen. Arbeitet denn jemand? Ne, es arbeitet niemand im Lager zurzeit, ne? Warum? Ne, hierhin. Ne, Lager wäre wieder was Eigenes. Lager wäre wieder was komplett Eigenes. Das heißt, wir müssen erstmal Lieferung, Tankstelle, volle Kanne. So. Weißt du, das ist jetzt teuer. Aber die Räume sind auch bald wieder frei. Boah, das ist echt eine Stunde weg dann irgendwie, wenn du 3 Tage vermietest, ne? Das ist crazy. Das heißt, in der Zeit muss man sich um anderes Zeug kümmern. Ah, guck mal, hier muss ich das Geld auch noch abholen. Ich dachte, ich... Wow! Okay, nice. Die Zimmer kümmern wir uns selber drum.
Und war schön? Schon wieder alles vollgekackt. Thanks. Also ich kann auch hier einfach Q drücken, dann hängen die Schlüssel auch wieder da, gell? Das war Zimmer 2, ne? Ach, du meine Güte. Na gut, kümmern wir uns erstmal hier. Eieieiei, was ist denn hier, Alter? Eine Dose Thunfisch? Hä? Alter, wieso ist die Tür von alleine aufgegangen? So, Toilettenpapier ist da. Handtuch nehmen wir mit. Aber er kommt zum Putzen, das ist gut. So. Obwohl, warte mal, was haben wir denn hier? Bettlaken, Handtuch, das Ding. Müssen dann bald mal wieder Toilettenpapier bestellen, wahrscheinlich. Was habe ich jetzt hier oben drauf liegen? Bis hier. Warum geht das Bettlaken nicht da drauf? Ach, weil ich jetzt das Handtuch habe. Handtuch. Bettlaken. So. Das Zimmer dürfte soweit wieder fresh sein. Verwaltung. Ne, Räume. Ja, das Zimmer ist bereit. Jetzt würde ich doch noch mal gerne gucken. Ne. Ich stelle mal noch 2 Rollen Klopapier auf Ersatz rein. Aber hier ist echt nichts, wo man jetzt sagen könnte, yo. Ich hatte doch so viel Zeug. Hat es einer geklaut? Oder habe ich das irgendwie... Die Zimmer aufwerten und so kommt später. Wir machen die erstmal rein, funktionell und schrecklich fürs Auge. Ich würde sagen, ich bestelle einfach auch mal so ein paar Products, hä? In Produkte, Lieferzeug. Alter! Champütz, ey! Schau mal ganz kurz. Hier. Thank you. Zack, die... Putzmann! Ja, okay. Dafür bezahle ich euch, ganz genau. Geil. Läuft ja doch so ein bisschen, ne? Räume. Erstmal Lieferung. Wir bestellen jetzt erstmal wieder was hier für die... Ja, Mann. Beschwer dich nicht. Wir bestellen nur Angebote. Ein paar Erfrischungsgetränke. Hier Salzcola, Meerwassersalz. Hier. Ne, da haben wir noch was. Lagerbestand 2, Lagerbestand 10. Ah, gut, der Lagerbestand steht sogar dabei. Das ist ganz geil. Bestellen wir hiervon was. Hier von den Großen noch eine Packung. Buff-Cola. Backwaren für Alkohol und so haben wir noch keinen. Zigaretten, da bräuchte man ein Regal für, ne? Hier Hero, Nature Spirit, Crimson Tobacco, Zitrone. Und das hier noch. Auslagen. Wo ist das Zigarettenregal? Hier. Das fügen wir noch hinzu. Ein Lagerregal. Boah, eine Vending-Maschine wäre auch geil, ne?
Na egal, wir machen das erstmal. Reicht ein kleiner Lieferwagen? Kapazität 4, ja. Hi. Ich bin Zimmer 1. Dann ab zur Kasse. So, dann schauen wir uns Zimmer 1 mal an. Eieiei. Richtig schön ist es nicht, ne? Aber das Handtuch sieht noch frisch aus. Sie hat nur eins benutzt. Okay, wir fragen nicht, was die Banane hier macht. Die Banane ist einfach die Banane. Wir lassen die Banane Banane sein. Ja, es ist ja auch nicht so wichtig, was die Banane jetzt genau hier macht. Oh, ich habe keine Chipskraft mehr. Ich muss mir gleich ein paar Chips so holen. Lass mal kurz den Stecker vor dem Einsammeln. Was? Ach so. Aus der Waschmaschine nehmen. Was ist denn das? Handtuch, Blanket und Dings. Das kann ich ja direkt eigentlich. Das kann ich ja eigentlich direkt zurück in Zimmer 1 bringen. So. Und die noch Klopapier hier. Ne, Klopapier ist auch alle. Ach, da ist gerade jemand drin. Ich wollte mir bei der die Klopapierrolle holen. Ich hole mir mal eben selber noch Chipse. Oder hier so ein paar Donuts und das da. Damit wir wieder sprinten können. Sonst geht das nicht. So, ja, machen wir noch Klopapier. Das macht später alles so die Hauswirtschafterin oder der Hauswirtschafter. Aber wo dieses ganze Zeug hin ist, dieses Raumdeo und so, oder hat die das irgendwie verbraucht, als sie, weiß ich nicht. Ist jetzt auch nicht so wichtig eigentlich, ne? Das ist so Zeug, was man später kaufen kann, was dann irgendwie eingeräumt wird. Oh, die Wand hier, wie es so aussieht, alles so weiß. Haben wir eigentlich hier die Decke nur gestrichen? Wahrscheinlich, ne? Ich schau mal ganz kurz, ob was frei ist. Der Raum. Boah, hat er mich jetzt erschrocken da. Raum wäre bereit. So, dann sind die Zimmerchen erstmal vermietet und wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, in der nächsten Episode wieder, ne? Ich hab Bock, ihr habt Bock, denke ich mal, und deswegen bleibt gesund und habt viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, reingehauen und ciao.